Willkommen zu einem neuen Tutorial bei windowspower.de. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr die Autostartprogramme deaktivieren könnt. Jetzt sagt jeder, okay, wir wissen, wie das geht, wir können das über den Task Manager deaktivieren, das ist schon richtig, aber seit dem neuen Update gibt es jetzt nun die Möglichkeit, das Ganze auch über das System zu deaktivieren in den Einstellungen. Dazu die Windows- und die I-Taste drücken und dann habt ihr hier Apps. Also ihr könnt hier wirklich alle Apps, könnt ihr hier deaktivieren, also Apps. Und dann habt ihr hier diesen Punkt Autostart. Den wählen wir jetzt aus, der ist jetzt neu. Und wenn ihr den ausgewählt habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit einem Schieberegler einfach wirklich zu deaktivieren mit nur einem Klick. Um euch das Ganze zu beweisen, dass es wirklich dasselbe ist, einfach nur den Taskmanager aufrufen, entweder mit der Tastenkombination Steuerung Alt entfernen oder Rechtsklick und hier Task Manager. Und dann seht ihr, ich habe hier dieselben Programme, genauso wie in den Task Manager. Also meiner Meinung nach sehr, sehr gut von Microsoft, dass man das Ganze jetzt auch hier hat. Zusätzlich habe ich hier auch die Apps, das heißt nicht nur die Programme, sondern auch die Apps, die sich mitstarten. Und die kann ich hier alle jetzt eben aktivieren oder deaktivieren und die könnt ihr hier natürlich sortieren nach Namen, nach Status oder Startauswirkungen. Das war es auch schon von uns. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, euer windowspower.de Team.